Okay, Leute, es geht weiter. Du hast ein reines Herz, Son Gohan. Du kannst sie von deinem Körper abprallen lassen. What the fuck? Und das war's mit Vegeta. Ihr habt es geschafft. Richtig. Haha, ich habe mehrmals gedacht, es wäre alles aus. Niemals, Angkorn! Niemals, Krillin! Hehe, ihr seht ganz schön mitgenommen aus, sagt gerade der Richtige. Nicht so sehr wie du, Son Goku. Nee, kleine Witze. Nebenbei. Und was kommt jetzt? Wie geht er von oben? Was? Jetzt fällt er einfach runter, komm. Oh nein! Fall einfach runter, komm. Bums! Der Saiyajin! Er sagt ja jedes Mal, er heißt Vegeta, wieso könnt ihr euch das nicht merken? Keine Angst, das ist nur sein Körper. Er ist tot, fasst ihn einfach an. Er bewegt sich nicht. Er war wirklich widerlich, aber wir sollten ihm ein Grab schaufeln. Du meinst wohl euer eigenes Grab. Diesmal habt ihr es wirklich geschafft. Bei dem letzten Angriff dachte ich schon, ich würde sterben. Wieso lebt er noch? Aber er ist Vegeta, Überlebenskämpfer, sage ich nur. Das ist doch verrückt. Die Genki-Dama hat ihn voll erwischt. Bubbles! Ich mag den Affen. Bubbles! Ich habe einiges wegstecken müssen. Trotzdem bin ich stark genug, um euch Menschen den Rest zu geben. Das sah doch mal spektakulär aus, oder Leute? Wenn ihr tot seid, gebe ich meinem Körper Zeit, sich zu heilen. Und dann vernichte ich diesen Planeten. Oh nein! Ihr Menschen, ihr habt mich gezwungen, den Großteil meiner Kraft einzusetzen. Obwohl ihr in der Überzahl wart, verletzt es meinen Stolz, dass Abschaum wie ihr dazu gefähigt wart. Tut mir jetzt den Gefallen und stirbt! Niemals! Nein! Haha! Was ist passiert? Okay, weggebumst. Verdammt! Das war ein schwacher Angriff. Sie haben alle überlebt. Warte mal, kommt jetzt nicht die Szene, wo... Ich habe mehr Schaden genommen, als ich dachte. Ich muss sie fertig machen und mich dann ausruhen. Diesen Balk ist der Schwanz nachgewachsen. Warte mal, wenn er nachgewachsen ist. Sein Schwanz? Das stimmt. Son Goku ist auch einmal der Schwanz nachgewachsen. Wenn er sich verwandelt, habe ich ein Problem. Ja! Was? Wie das aussieht. Oh. Ja, Jirobi. Er dachte wirklich, er kann ihn töten. Hahaha. Fettes Lachen. Hahaha, ich hab's geschafft. Juhu, nimm das! Wer ist der Größte? Ich! Ja, mach dich noch besser. Was ist das für ein Gefühl? Du hättest wissen müssen, dass du mich nie besiegen kannst. Der Fetzer redet zu viel. Du Ratte! Jetzt hau ab! Oh, Verzeihung, tat das weh? Ich hab nur Spaß gemacht. Hast du dich geschnitten? Oh ja! Ich respektiere dich. Ehrlich, können wir Freunde sein? Kein Kommentar zu dem Fetzer, kein Kommentar. Gut gemacht, Vegeta. Einfach gut gemacht. Damit kommst du nicht durch. Niemals. Oh nein. Komm schon, Son Gohan. Guck nach oben. Son Gohan, sieh mal, der Himmel. Da leuchtet eine Kugel am Himmel. Juhu, ein Mond. Guck ihn dir an. Schau mir in die Augen, Baby. Am Himmel. Jetzt wird er zum Ver-Gohan. Nein! Und was machst du jetzt? Das lasse ich nicht zu. Stirb! Dün. Jetzt wird's hardcore. Grau. Nein! Unverschämtes Balk, ich lasse nicht zu, dass du dich transformierst. Ich muss ihn töten. Son Gohan, wir zählen auf dich. Ein Wehraffe. Das kann so oder so enden. Yeah, Wehraffe. Richtig, sein Schwatz. Ich habe das Wichtigste vergessen.
wenn ich seinen Schwanz abschneiden könnte. Jetzt muss Ungorn ihn in seine Fresse kacken, das ist das Witzigste, was ich gesehen hätte. Grrr. Grrr. Als Ungorn zum Werfen wurde, hat er den Verstand verloren. Ob er Ungorn genauso ergehen wird? Grrr. Oh, er ist genauso, jetzt verstehe ich. Sie verlieren nicht den Verstand, sie werden nur wieder zu gefährlichsten Saiyajin. Ungorn, der Saiyajin, schnapp dir den Saiyajin. Das kann doch nicht. Ungorn. Ja, so gut. Ein Teil von Ungorn scheint noch in ihm zu stecken. Er ist wohl ein halber Mensch. Das kann nicht sein. Wenn ich nicht so viel Schaden genommen hätte, käme ich leicht mit ein oder zwei solchen Monstern klar. Mein Mund brennt noch eine Stunde. Den Schwanz abzuschneiden ist meine einzige Chance. Nimm das! Affenpower, Donkey Kong. Hey, Pädophil, ich kann mich nicht bewegen. Oh, oh. Was ist los mit ihm? Er stimmt einfach nicht. Ende des Entscheidungskampfes. Piccolos Heimat ist der Schlüssel. Wo lang? Ein Stück, nur ein kleines Stück nach links. Nach links. Okay, links also. Da sind sie, das Licht. Sie sind alle unter dem Licht. Unter dem Licht. Bist du sicher? Mein Sohn Gorn lebt? Er lebt doch, oder? Ich hab doch gesagt, dass sie vermutlich noch leben. Und genauso deswegen wollte ich sie gar nicht erst mitbringen. Was meinst du mit Was meinst du mit vermutlich? Vermutlich genug, aber nicht. Oh, reg dich doch nicht auf. Ich hasse diese Shichi. Ich spüre nur das Ki von Vieren. Fünf. Ja, fünf stand da, fünf. Ihr Ki ist sehr schwach. Was ist hier los? Weiß nicht, ich habe nur einen Teil des Kampfes gesehen. Aber der Saiyajin scheint auch kurz vor dem Tod zu stehen. Der Titel sagt schon, dass es einen zweiten Teil geben muss. Die Zukunft liegt in Piccolos Heimatplaneten. Was ist das? Das ist seine Kapsel. Da kommt es. Jetzt musst du doch noch hinklettern. Nein, hinkriechen. Oh. Das ist sein Raumschiff. Richtig gemerkt. Er darf nicht entkommen. Na großartig, wie peinlich. Wir sind so weit gekommen. Bringen wir es zu Ende. Hol dir dein Schwert. Bubbles! Ich mag den Affen. Puh, sie haben sich alle gut geschlagen. Ich hab mir ganz schön Sorgen gemacht. Ihr solltet niemanden bevorzugen, aber dieser Saiyajin hat dem ganzen Universum Angst gemacht. Es war besser so. Wirklich? Sollte man ihn töten? Obwohl das nicht heißt, dass alles Böse aus dem Universum vertrieben wurde. Nicht alles. Böse, Leute. Das neue Wort für böse ist böse. Dünn. Das ist vor. Ab hier haben die Leute, haben die Übersetzer keinen Bock mehr gehabt oder so. Das ist vor, meine Freunde. Vor alle, die du getötet hast. Stirb! Nein, ich kann mich nicht bewegen. Stirb! Halt! Hä, Son Goku? Diese Stimme. Bist du da, Son Goku? Ja, ich bin es. Ich kann noch so gut laut sprechen. Krillin, tu mir einen Gefallen. Lass ihn gehen. Bitte, das ist mein letzter Wunsch. Meinst du das im Ernst, Son Goku? Er hat unsere Freunde auf dem Gewissen. Er wollte alle auf der Erde töten. Nein, Toten. Wenn ihn gehen lassen, erholt er sich und kommt zurück. Ja, das kann sein. So, Goku, wenn du glaubst, dass er sich bessern kann, so wie Piccolo, dann irrst du dich. Er ist anders. Er hat keine Gefühle. Das musst du doch wissen, so Goku. Ich weiß, dass er sehr stark ist. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber als ich sah, wie nahe er von dem Tode stand, dachte ich. Es war so eine Verschwendung. Eine Verschwendung? Ich habe mit Meister Kaio persönlich trainiert. Ich hatte angeblich meinen Höhepunkt erreicht. Hehe. Aber Vegeta war trotzdem viel stärker als ich. Um ehrlich zu sein, ich hatte keine Chance. Leute, schreibt in den Kommentaren, ob er eine Chance hatte oder nicht. Ihr wisst die Antwort. Aber insgeheim fand ich das aufregend.
Es war wie bei Piccolo. Es liegt wohl daran, dass ich auch ein Saiyajin bin. Ist wie eine schlechte Angewohnheit. Ich werde trainieren und beim nächsten Mal besiege ich ihn, egal wie. Ich weiß, die Entscheidung ist falsch, aber bitte Krillin, gib mir die Chance, allein gegen ihn zu kämpfen. Ja, er will kämpfen mit ihm. Na schon, Son Goku, du verdienst es, deinen Willen zu bekommen. Deinetwegen gibt es die Erde noch. Aber hör zu, Son Goku. Ich hoffe, du das nächste Mal besiegst ihn mit Leichtigkeit. Das werde ich. Was? 22.30 Uhr schon. Das nächste Mal wird es keine Wunder mehr geben. Denk dran. Hehe, und ich freue dich drauf. Und Son Gohan liegt noch nackig darum. Nakilai, Nakidai. Nakidai, yay, Nakidai. Keine Sorge, es ist vorbei. Es ist vorbei. Und es ist auch der letzte Part, Part 60. Puh, endlich ist er weg. Puh, puh, puh. Dieser Idiot, wieso hat er ihn nicht fertig gemacht? Tut mir leid, Krillin. Na, nicht der Rede wert. Ist nicht schlimm. Hey, mach dir keine Gedanken. Obwohl es mir vorkommt, als hatte ich alle im Stich gelassen, die gestorben sind. Aber es gibt vielleicht einen Weg, sie zurückzuholen. Hey! Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Dun, dun, dun. Chi-Chi. Son Gohan! Chi-Chi! Ist klar. Verrate deinen Mann. Ist klar, Weib. Ist klar. Kein Kommentar zu dem. Meister Quete, Muten Roshi, Bulma, Raumschiff fliegt weg. Kleine Konversation führen. Son Gohan, mein armer kleiner Son Gohan, alles wird gut. Halt durch, Mama ist ja da. Oh, mein armer kleiner. Du hast einen verrückten Blick im Auge. Son Gohan, geht's gut. Ich glaube, du musst dir eher Sorgen um Son Goku machen. Armer kleiner, dass du hier mit hineingeraten bist. Ich lass dich nie wieder aus den Augen. Chi-Chi, halt die Fresse und dreh dich lieber um. Übertreibst du es nicht etwas? Der arme Son Goku. Son Goku, ist alles in Ordnung? Ich kann jetzt einfach so fragen. Ihr seht doch, wie er aussieht. Er ist übel zugerichtet. Übel. Die Übersetzer hatten echt keinen Bock mehr ab diesem Moment. Tut mir leid, Leute. Ich habe den Saiyajin entkommen lassen. Wieso, Son Goku? Es war schon klasse, dass du es so weit gebracht hast. Wieso, Son Goku? Oh, hi, Meister Quirte. Hi. Der Kerl war mehr als stark, Bulma. Alle außer uns sind tot. Sogar Yamshu. Ich habe es gespürt. Aber ich bin okay. In einem Jahr können wir ihn mit dem Dragonbot zurückholen. Hä? Bitte keine Konversation mehr, ich werde eigentlich Schluss machen. Was? Das können wir doch, oder? Was verstehst du nicht, wenn alle tot sind, außer uns? Piccolo wurde getötet, das heißt, dass Gott auch fort ist. Ohne ihn sind die Dragonbots verloren. Dummkopf, wie meinst du das? Lug mich nicht an! Nein, lug mich nicht an! Vier von euch haben doch überlebt, oder? Piccolo ist doch der vierte. Tut mir leid, aber das bin ich. Wen interessiert der Fettsack schon? Nein, das kann nicht sein. Dann kommt Yamshu nie mehr wieder. Ich kann es nicht fassen. Oh. Hast du das gewusst? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja. Ich wusste es. Oh je, auch ich hab gedacht, dass Piccolo da leben wurde. Was? Ihr habt gehofft, ich wäre Piccolo? Wenn ich nicht gewesen wäre, würden diese Leute jetzt nicht leben. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das habe ich nicht verdient.
Nein, das habe ich mir nicht verdient. Schon gut, wir haben verstanden. Es geht im nächsten Part weiter.